Also ich schmecke nicht. Was ihr alle habt? Hä? Da ist nix. Hey, hallo da draußen. Wie geht's euch? Mir geht's super, denn gerade war ich am Briefkasten und was musste ich sehen? Zelda ist endlich da. Ich hab's mir eigentlich die Hülle größer vorgestellt. Die ist ja tatsächlich kleiner. Aber klar, wenn es bloß so eine kleine, so klein wie die SD-Karte ist, dann muss es ja nie riesengroß sein, die Hülle. Ist immer noch eigentlich viel zu groß. Braucht man eigentlich nie. Zoom mal. Ja. So, man kann sehen, die ist nämlich noch eingeschweißt. Hier steht Nintendo und das ist die. Nie wieder eingepackt, leider, aber hier ist das Spiel. Vielleicht ist es auch das beste Spiel, was überhaupt rauskommt für die. Neben Super Mario Kart, wo wir jetzt noch einen Monat drauf warten müssen. Sogar ohne Beschreibung, aber ein bisschen was steht hinten drauf. Aber ansonsten, früher war mal generell eine Beschreibung drin. SD-Karte für Kamera zum Beispiel und das Zelda-Spiel ist sogar noch ein kleines bisschen kleiner. Die Kontakte sind deutlich größer. Jetzt machen wir doch mal den Lecktest. Ist extra gemacht, Kinder nicht mal nachmachen. Also ich schmecke nicht. Was ihr alle habt? Hä? Da ist nix. Oh. Na gut. Jetzt kommt wird so langsam mal ein bisschen bitter. Okay. Aber es ist nicht so schlimm. Also man muss schon eine Weile dran lecken. Bis es irgendwie. Was bitter mag, kauft sich nur noch die. Auf lange Sicht ist es sehr teuer. Die ersten zwei Joy-Cons sind ja schon aufgeladen. Die habe ich jetzt mal hier drauf gepackt. Die zweiten sind jetzt mit in der Ladestation. Wenn es ganz oben ist, dann ist voll und je weiter es runterkommt. Wahrscheinlich ist unten dann die rote Leuchte und wie bei der vorletzten ist vielleicht die gelbe, keine Ahnung. Habe ich jetzt mal hier erstmal so ein bisschen hingepackt. Kann man hier rausnehmen. Ich habe es jetzt noch nicht konfiguriert. Das muss ich alles noch machen. Dass ich damit ins Internet komme, sonst will er ja nicht. Die Joy-Cons noch auswechseln, dass ich nur eine Farbe habe. Und dass bei manchen das schuppert, vielleicht haben die sich ein bisschen dämlich angestellt und es einfach falsch rum reingestellt, dass das bei denen so schuppert. Ich kann da nicht feststellen. Also andersrum kann man es gar nicht reinstellen, dann blockiert das natürlich. Gamecard, haben wir hier oben das Pineapple. Halt die Fresse. Und dann kommt auch hier die SD-Karte, wie rum jetzt? So rum, wahrscheinlich so rum. Mit der Seite nach oben. Natürlich. Ja, war richtig. Und dann so machen. Jetzt geht's endlich los mit Zelda. Gestern habe ich schon mal ein bisschen angespielt. Ich fange ein ganz neues Spiel nochmal an. Extra den Ton jetzt etwas runter geregelt. Ist das schon wieder so laut?
Die Aufnahme hängt immer ein bisschen hinterher. Das ist lustig. Da oben kann ich dann die Kamera reinmachen. Da, wo jetzt irgendwie freies Feld ist. Das ist beeindruckend. Das ist das Erste, wo ich hin muss. Und dann, auf geht's. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Schaut fast wie das Pad aus. Vergleicht mal mit dem mit der Konsole. Rennen. So, jetzt wollen wir es noch. Was soll ich mir? Eine Hose. Und gestern konnte ich das Hemd nicht anziehen. Mal sehen, was jetzt ist. Kann ich das Hemd diesmal? Oh, schön! Das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Oh je, jetzt. Immer diese Fragen. Er sagt was und sagt nichts.
Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist hier alles verfallen. Ja, niemand mehr da. Er sitzt noch ein bisschen da. Ich kann zu ihm kommen, wenn ich was will. Ja. Dafür ist das. Da ist der Penner. Den kenne ich schon. Penner. Hi! Hi! Springen. Y und X gleichzeitig. Schleimgelee. Aha. Oh yeah. Och nee, auch die Eichhörnchen sind doch schon ganz nervös. Schlecht. Wie komme ich jetzt wieder runter? Das ist ja lustig. Oh, jetzt habe ich eine Karte.
Ich erinnere mich an gar nichts. 100 Jahre lang hast du geschlafen. Alter Penner. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Das kann ich nicht zulassen. Wie denn? Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Muss das Ding aber auch wieder runtergehen. Naja, dann. Und jetzt bin ich unten, oder was? Nee. Was muss ich jetzt tun? Dann muss ich irgendwas hier tun. Oder gehe ich hier runter? Tot. Tot? Das ist ja witzig gemacht. Oh, tot! Daumen gern nach oben oder halt nach unten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!